Vaterstetten. Mit seinen rund 22.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Ebersberg. Ein ruhiger und beschaulicher Ort im Osten von München. Aber die Stille trügt. Denn in diesem Jahr des Herrn 2022 feiert hier ein ganz besonderer Ort ein ganz besonderes Jubiläum. Denn hier, im Herzen der Gemeinde, eingebettet zwischen dem ortsansässigen Gymnasium und der Mittelschule, die keine Mittelschule mehr ist, sondern egal. Hier steht ein Ort, der Jung und Alt verbindet. Ein Ort, der so etwas ist wie das heimliche gesellschaftliche Epizentrum. Hier steht die Gemeindebücherei Vaterstetten. Und diese Gemeindebücherei feiert heuer ihr sage und schreibe 50-jähriges Bestehen. Wow! Und um Ihnen mal einen kleinen Eindruck von diesem zauberhaften Ort zu vermitteln, gehen wir auch hier zusammen mal hinein. Auf geht's! Du hast noch keinen Bücherführerschein, oder? Bitte? Weißt du nicht, wie die Öffnungszeiten der Bücherei sind? Natürlich weiß ich, wie die Öffnungszeiten der Bücherei... Die Bücherei hat jeden Tag geöffnet, außer Samstag und Sonntag. Wow, du kennst dich ja aus. Sonntags hat die Bücherei zu. Ich weiß. Heute ist Sonntag. Ja, ich wollte nur... Und warum trägst du einen Schulranzen, wenn heute Sonntag ist? Und um Ihnen mal einen kleinen Eindruck von diesem zauberhaften Ort zu vermitteln, gehen wir doch jetzt, also heute an einem ganz normalen Montag, mal zusammen hinein. Auf geht's! Auf einer Fläche von so einigen Quadratmetern bieten die charmanten Damen der Gemeindebücherei ein Sortiment zur Auswahl, das seines und auch ihresgleichen sucht. Neben den obligatorischen Büchern und Bücherinnen findet man hier auch CDs, Hörbücher, DVDs und Blu-rays, Spiele, Kniffel, ja! Was? Zeitschriften und Zeitungen. Aber nur zum Anschauen und nicht auf dem Boden sitzen. Aber das ist noch längst nicht alles. Weiter gibt es Comics, Graphic Novels, Tonys, Tipptoys, Leselupen und Leselineale, Regenschirme und ein sogenanntes Energiesparpaket. Hier in der Gemeindebücherei Vaterstetten wird peinlich genau darauf geachtet, dass die Kids, anders als in der Anonymität des Internets, keinen unnötig einfachen Zugang zu zweifelhaften Inhalten bekommen.
Nicht zuletzt deshalb wurde vor allem für die Kleinen mit viel Liebe und Hingabe eine Kinderbuchecke eingerichtet, die nicht nur an verregneten Tagen dazu einlädt, den neuesten Geschichten von Henry Potter und seinen Kumpanen zu frönen. Du schon wieder? Harry. Bitte? Der heißt Harry Potter. Außerdem gibt's von dem keine neuen Geschichten mehr. Warum denn nicht? Die Harry Potter Heptalogie ist abgeschlossen. Naja, komm, also diese Frau Rowling, die lebt ja schließlich noch. Und wer weiß, ob die nicht eines Tages einen Geistesblitz hat und plötzlich um die Ecke kommt mit sowas wie Henry Potters unehelicher Sohn. Harry. Ja, von mir aus auch Harry. Hast du überhaupt einen Büchereiführerschein oder nicht? Ja. So eine Gemeindebücherei mit so einer riesigen Auswahl möchte natürlich auch gut geleitet sein. Und genau das hat hier in Vaterstetten eine lange Tradition. Seit nunmehr 50 Jahren geben sich hier die verschiedensten Damen die leitende Klinke in die Hand. Es sind nicht weniger als 7 an der Zahl. Höchste Zeit vielleicht, auf eine kleine Zeitreise zu gehen und mal einen kleinen Blick auf sie zu wagen. Mein Name ist Patricia Schukowski. Ich komme aus Baltham und ich bin momentan die Leitung von der Gemeindebücherei Vaterstetten. Also ich bin in Baltham auf die Grundschule gegangen und dann auf die Realschule gewechselt, habe dann meine mittlere Reife gemacht und habe dann hier meine Ausbildung 2011 begonnen. Genau. 3 Jahre später mit dem Fachangestelltenbrief beendet und dann als Fachangestellte auch gearbeitet, bis 2018 und dann die Leitung übernommen. Aber ich bin hier auch einfach gern. Und ich sehe das jetzt nicht nur so als Arbeit. Das ist einfach, Bestimmung ist ein blödes Wort, aber es ist einfach gut, dass ich hier bin und ich ruhe hier einfach in meiner Mitte. Das ist schön. Aber wo es eine aktuelle Büchereileiterin gibt, da gibt es natürlich auch eine allererste Büchereileiterin. Und das ist Frau Christel Rohrbach. Ich bin Buchhändlerin vom Beruf und habe in München gearbeitet und auch in Hamburg früher. Und bin halt, wie es damals üblich war, meinem Mann gefolgt in seinen neuen Wohnsitz und habe mir gedacht, ja, also aus ist mit Büchern und Buchhändlerei, weil nach München zu fahren war damals 30 Kilometer sehr aufwendig. Dann habe ich das aufgehört und saß dann also am Dorf und habe auf meinen Mann gewartet, wenn er das aus der Schule nach Haus kam. Ja, und eines Tages mein Schwiegervater, der wohnte hier in Vaterstetten, mich darauf aufmerksam gemacht, dass hier eine Bücherei gemacht wird. Und ich solle mich doch bewerben. Das wäre doch was für dich, hat er gesagt. Da war schon also ein Jahr vergangen. 1972 ist die Bücherei eröffnet worden. Dann habe ich mich ordentlich beworben, wie man das halt so macht. Und tatsächlich rief dann eines Tages Herr Bürgermeister Berger an bei uns zu Hause, ob ich denn noch interessiert wäre an dieser Bücherei. Naja, und dann kamen wir ins Gespräch und siehe da, dann bekam ich die Stelle als Büchereileiterin. Die wurde damals mit eingerichtet von der staatlichen Beratungsstelle für öffentliche Büchereien. Und da hatte ich eben dann den Bestand, dieses Mobiliar und alles. Und dann brauchte ich eigentlich nur noch auszuleihen. Ja, wir hatten damals also noch ein ganz simples Karteisystem, eine Leserklappkarte. Da kamen dann die Buchkarten hinein. EDV war ja noch gar nicht dran zu denken. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Lesebegeisterung sehr, sehr groß war damals. Ja, eben, es gab halt die anderen ablenkenden Medien noch nicht. Und da war das Buch noch, hatte es noch einen anderen Stellenwert. Die Leute kamen zu Fuß oder mit dem Radl und nicht busweise oder schulklassenweise.
ja, es wurde wirklich ganz toll angenommen. Und es war ja auch wirklich so neu und toll eingerichtet. Und es war einfach eine Freude, sich hier aufzuhalten. Und das haben alle gespürt. Ja, zunächst habe ich es alleine gemacht und dann hatte ich gelegentlich eben Frau Glockengießer als Helferin. Ja, und dann habe ich eine Vorlesestunde eingerichtet für kleine Kinder, also noch nicht schulpflichtige Kinder. Und die kamen auch begeistert und wir saßen da hinten in der Bilderbuchecke und ich habe vorgelesen. Und das hat mir ungeheuer viel Freude gemacht, muss ich sagen. So viel Freude, dass ich dann selber Kinder bekommen habe. Ja, ja, und da musste ich halt wieder aufhören. Da hatte ich dann zu Hause genug zu tun. Es war eine schöne Zeit und ich bin also heute noch dankbar, dass ich das machen konnte. Und so übergab Frau Rohrbach schon 2 Jahre später die Leitung an Frau Rosemarie Überall. Leider weilt Frau Überall nicht mehr unter uns. Umso mehr ein Grund, im Rahmen dieser Feierlichkeiten vor allem auch ihrer zu gedenken, denn sie war mit Abstand am längsten im Amt. Rund 19 Jahre lang lenkte sie mit viel Engagement und Herzblut die Geschicke dieses Hauses, welches so im Laufe der vielen Jahre immer mehr aufblühte. Unter ihrer Leitung wuchs nicht nur die Aufmerksamkeit für die Bücherei und damit auch die Leserschaft. Alleine der Bestand an Büchern kletterte in den ersten 10 Jahren von zunächst lediglich 2.100 auf stolze 12.500 Exemplare. Die Bücherei rückte immer mehr ins Zentrum des kulturellen Lebens der Gemeinde. Frau Überall begann auch erste Lesungen zu veranstalten. Namhafte Leute fanden zu dieser Zeit den Weg nach Vaterstetten. Auch und vor allen Dingen für die Kinder versuchte Frau Überall Aktionen und Nachmittage ins Leben zu rufen, um gerade die Aufmerksamkeit dieser wichtigen Zielgruppe zu gewinnen und ihnen so ein Gefühl von Zuhausesein in der Bücherei zu vermitteln. Aber Frau Überall versuchte auch das kreative Potenzial der Gemeinde zu entdecken und aktiv zu fördern. Und in diesen Momenten wurde die Bücherei dann sogar zu einem Ort der gelebten Kreativität. Aber Moment mal, ist es anlässlich eines solchen Jubiläums nicht auch an der Zeit, einmal nachzusehen, was aus der Kundschaft geworden ist? Zum Beispiel den ganzen kreativen jungen Menschen von damals? Wir gehen dem nach und picken mal wahllos irgendjemanden heraus. Ist das Dieter Thomas Heck? Frankfurt am Main. Mit seinen rund 760.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt des Bundeslandes Hessen. Eine hektische und umtriebige Stadt, die aber vermutlich keine Ahnung hat, wer es ist, der hier unter ihr weilt. Denn eine dieser 760.000 Menschen ist niemand Geringeres als die Gewinnerin des Fabulierwettbewerbs der Gemeindebücherei Vaterstetten im Jahr 1982. Hier. Im pittoresken Stadtteil Sachsenhausen lebt sie, unsere Fabulierkönigin, der Stolz von Vaterstetten. Hier lebt Bettina Sonnenschein. Knolles Wunschtraum. Außerhalb unserer Welt gibt es noch viele andere Welten. Eine davon ist die Welt der Schönheit.
In dieser Welt gibt es nur Pflanzen und Tiere, aber alles ist von einer Schönheit, die man nirgends sonst findet. Es sprach sich herum, dass es im Land eine Fee gab, die einem jeden Wunsch erfüllt. Das hörte auch ein kleiner Pilz mit Namen Knolle. So entsetzlich. Weil ich, wie die Bilder beweisen, ein schrecklich schüchternes Kind war. Und dann saß ich da und dann habe ich den Preis bekommen und die Freude war groß, aber dann kam der Schock. Dann hieß es, jetzt lesen die Preisträger ihre Geschichten vor. Und man sagt mir nach, dass ich so schnell gelesen habe. Also ganz eindeutig wollte ich so fix wie möglich fertig werden. Und auf dem Warte sagte sie, nun, das wird schwierig, aber ich will es versuchen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich war ständiger Kunde in der Gemeindebücherei. Man ist die Treppe raufgegangen. Und dann musste man rechts abbiegen, da war die Kinderabteilung. Und es gab, glaube ich, noch Karteikästen. Also entweder bist du am Regal entlang gegangen und hast geguckt, was dich interessiert. Oder du hast explizit einen Titel gesucht, dann musstest du am Karteikasten gucken, Autor, ob das vorhanden ist. Und da stand dann die Regalnummer und du hast es dann raussuchen können. Ich weiß übrigens, dass ich mir von dem Buchgutschein mindestens ein Michael-Ende-Buch gekauft habe. Ich weiß aber nicht mehr, ob es Momo oder die unendliche Geschichte war. Logischerweise ist keine Schriftstellerin aus mir geworden, sondern eine Journalistin. Knolle gab sich damit zufrieden. Einen Monat blieb der Falter bei Knolle, dann trennten sie sich als Freunde. Und Knolle lebte noch lange Jahre glücklich, bis ein Tier ihn fraß. Zeilen, die noch heute das Herz bewegen und die mutmaßlich der gesamten Literatur völlig neue Wege geöffnet haben. Also lebensverändernd war es jetzt, glaube ich, nicht, aber... Lassen Sie uns nicht vergessen, wo das alles begann, nämlich genau hier. Aber wir schweifen ab. Im Jahre 93 übernimmt dann Frau Susanne Beck die Leitung der Bücherei. Also das... Was für mich am wichtigsten war, das war, dass wir die EDV-Verwaltung eingeführt haben. Ja, das war, glaube ich, ein großer Schritt. Also als ich hier angefangen habe, da haben wir noch mit Buchkarten verbucht. Das waren so Klappkarten, das waren die Leserausweise, die konnte man aufklappen. Und in jedem Buch war also auch eine Karte drin. Und wenn jemand das ausgeliehen hat, hat man die Karte rausgenommen, gestempelt, in diese Klappkarte reingesteckt. Und dann halt gab es so ein Register mit den Daten, also dann 4 Wochen später bei dem Datum reingesteckt. Dann haben wir noch mit Schreibmaschine die ganzen Karteikärtchen geschrieben. Also wie jedes Buch 3 Kärtchen. Und im Karteikasten einsortiert, einmal alphabetisch nach Autor, einmal nach Titel und einmal nach Schlagwort. Ich weiß es nicht mehr, aber wir hatten so ungefähr 23.000 Medien insgesamt. Also erstmal den ganzen Bestand also durchgeschaut, was lohnt sich nicht mehr. Und dann hatten wir so riesen Kisten aus Holz. Die hat der Bauhof gemacht, der musste den auch transportieren, weil sie keiner heben konnte. Und da haben wir dann die ganzen Bücher reingepackt. Dann wurden die nach München gefahren, dort umsystematisiert auf eine andere Systematik und also die Daten erfasst. Und dann kamen sie wieder zurück samt Disketten und dann haben wir die Disketten eingespielt. Nur die Romane haben wir dann selber gemacht. Und da haben wir dann die Frau Fagel eingestellt, weil ich war ja sonst die Einzige, die es machen hätte können, als zweite Kraft. Die Frau Beck sagte mir damals, ja, sie kann sich jemanden anstellen für eine befristete Zeit und ob ich das machen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte es gerne machen. Und 98 bin ich ja dann in Mutterschutz gegangen. Ja, und dann war ich ja dann erstmal 3 Jahre nicht oder nur noch weniger da. Und dann bekam ich den Anruf, ob ich unter Umständen den Erziehungsurlaub übernehmen möchte. Und dann habe ich eigentlich gar nicht groß überlegt und habe gedacht, ja, ich probier's. Und nachdem ja die Landesfachstelle in München bei der Fachstelle untergebracht ist,
kannte mich auch da der damalige Leiter, der Herr Dahm. Und der kam nach noch gar nicht so langer Zeit plötzlich hier die Treppe rauf. Und da war ich ganz erstaunt und gesagt, Herr Dahm, Sie besuchen mich. Ja, sagt er, ich muss doch mal schauen, wie es Ihnen hier so geht. Und dann hat er so rumgeguckt und dann hat er mich gefragt, ja, ich möchte Sie gerne unterstützen. Wie kann ich Sie denn unterstützen? Und dann habe ich einfach so ganz flapsig gesagt, ja, die Bücherei ist jetzt schon relativ alt, die Möbel fangen an, ein bisschen kaputt zu gehen, der Teppichboden ist jetzt schon fast, naja, das waren damals 20 Jahre, gesagt, Teppichboden in der Bücherei finde ich auch nicht so optimal. Ich würde gerne Bücherei renovieren. Und dann hat der prompt gesagt, ja, okay, das machen wir. Dann ist die Bücherei renoviert worden und vor allem auch neue Regale gekommen. Und dann kam die Frau Beck wieder mal nach 3 Jahren zurück. Dann haben wir uns eben in die Büchereileitung geteilt. Da hat sie sich dann um Kinder und Jugend gekümmert. Und ich habe den anderen Kram gemacht, sprich also die Erwachsenen und die ganzen Veranstaltungen und Presse und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch noch einen Internetanschluss bekommen und dann einen OPAC, also für die Leser, den Katalog für die Leser. Das war dann 2001 und 2002. Und dann haben wir auch hier unten die Räume bekommen. Denn bis dahin war hier unten die Wohnung vom Schwimmmeister, also vom Bademeister. Da wurde dann ein Büro und ein kleiner Veranstaltungsraum installiert, eine kleine Küche fürs Personal, eine extra Toilette fürs Personal. Und hier oben in der Bücherei konnten wir also endlich das Büro, was damals sehr kläglich untergebracht war, das ist nämlich von den Architekten seiner Zeit nicht mit berücksichtigt gewesen. Das musste man hinterher noch von der Bücherei abzwacken und das hat halt als Fläche immer gefehlt, auch irgendwo. Ja, und dann war also der Umbau, dass wir unten die Büros und den Veranstaltungsraum, den kleinen, gekriegt haben und wir hier oben noch mal ein bisschen umstellen konnten und noch mal ein bisschen erweitern konnten. Ab 1998 ist dann Frau Christa Fagel alleinige Leiterin der Gemeindebücherei. Ich habe ja relativ viel Veranstaltungen gemacht. Und das war etwas, was zum Teil, also da musste man auch erst das Publikum ein bisschen dran gewöhnen, aber da waren schon zum Teil ganz, ganz tolle Leute da. Es ist genau diese Veranstaltungstradition, die sich bis heute gehalten hat und die auch der Grund ist, warum die Gemeindebücherei Vaterstetten nicht einfach nur eine Bücherei ist, sondern eine ausgezeichnete Bücherei. Ausgezeichnet seit neuestem mit dem Bayerischen Bibliothekspreis, welcher dieser Bücherei unter anderem wegen ihres kreativen Veranstaltungsprogrammes verliehen wurde. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Aber die Gemeindebücherei Vaterstetten kennt keinen Stillstand. Und darum haben die verantwortlichen Damen auch in diesem Jubiläumsjahr wieder ein spektakuläres Veranstaltungsprogramm aus dem Ärmel gezwirbelt. Zentrale Veranstaltungen des Jubiläumsprogramms sind die Lesungen mit der Krimi-Autorin Nicola Förk und dem bekannten Fernsehmoderator und Autor Ralf Kaspers. Aber eine Bücherei dieser Größe und mit diesen bescheidenen Mitteln kann ein so hochkarätiges und vielfältiges Veranstaltungsprogramm natürlich nur anbieten, wenn sie helfende Hände im Hintergrund hat. Und das sind in diesem Fall nicht irgendwelche Hände. Diese Hände gehören zu Männern. Männer, wie man sie heute kaum noch findet. Männer von echtem Schrot und Korn, gewachsen wie Modellathleten aus dem alten Griechenland. Es sind die Gladiatoren der Gemeinde. Es sind die Männer vom Baubetriebshof.
Geschultes Fachpersonal, das übrigens seinerseits ebenfalls einen Preis verliehen bekommen hat. Und zwar keinen geringeren als den Weltrekord im Verwandeln einer Bücherei in einen ansehnlichen Veranstaltungsort. Sie glauben mir nicht? Wir machen die Probe aufs Exempel. Meine Herren und bitte. Sekunden. Wahnsinn! Das ist ja unglaublich. Aber bei aller Freude über das stattliche Jubiläum, die Gemeindebücherei Vaterstetten hat auch ein Geheimnis. Ein dunkles Geheimnis. Man hat lange versucht, es zu vertuschen. Ja, man hat mir sogar Bargeld geboten, in diesem Film nicht darüber zu berichten. Aber ich halte es für meine journalistische Pflicht, hier schonungslos aufdeckend tätig zu werden. Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf, von diesem Vorfall zu erfahren. Ein Vorfall, der beinahe dieses 50-jährige Jubiläum und damit die gesamte Gemeindebücherei in einen schrecklichen Abgrund gerissen hätte. Meine Damen und Herren, die nun folgenden Bilder sind schockierend und nichts für schwache Nerven. Der besagte Vorfall ereignete sich bei der Lesung von Ralf Kaspers. Noch geht Herr Kaspers völlig ahnungslos mit der Büchereiangestellten Monika Peters die 18-stufige Treppe nach oben. Letzte Absprachen werden getätigt, bevor es dann zur eigentlichen Lesung kommen soll. Kaspers wird noch freundlich von Frau Peters angekündigt und macht sich auf den Weg zur Bühne, nicht ahnend, dass es eine Begegnung mit dem Schicksal werden wird. Meine Damen und Herren, ich muss noch einmal inständig darum bitten, dass eventuell zusehende Kinder bitte jetzt das Auditorium verlassen. Das, was jetzt folgt, ist nichts für zarte Gemüter. Also ich meine das ganz ernst. Gut, aber ich habe Sie gewarnt. Was da alles hätte passieren können. Ich denke, hier ist schonungslose Aufklärung angesagt. Aber Gott sei Dank war das Schicksal hier gnädig, denn sonst hätte Herr Kaspers und auch wir nicht erleben dürfen, wie sich die Herren vom Baubetriebshof beim Veranstaltungsabbau sogar noch einmal selbst übertroffen haben. Sogar nur 20 Sekunden. Neuer Rekord. Gell, du hast doch keinen Büchereiführerschein. Natürlich habe ich einen Büchereiführerschein. Sonst mach doch einfach einen. Wir geben jetzt erstmal ab zu Büchereileitung Nummer 5, Frau Marina Behreiter. Ich war ein bisschen länger als 2 Jahre hier. Es war eigentlich ein Wimpernschlag. Ich glaube, 2004 kam ich her, habe dann eben als Stellvertreterin gearbeitet, hatte die Kinder- und Jugendbibliothek unter mir, habe Führungen gemacht und habe damals dann auch gesagt, dass wir ganz dringend einen Online-Katalog brauchen für unsere Leser. Das war so mein größtes Projekt. Dann, als Frau Fagel in Rente gegangen ist, habe ich die Leitung übernommen. Das hat sich ein bisschen anders entwickelt. Die Frau Peters kam dann her, da hatten wir Vorstellungsgespräche und haben uns zum Glück für sie entschieden. Die hat dann eben die Kinder- und Jugendbücherei übernommen und ich habe dann den Part von Frau Fagel übernommen, eben Erwachsenenbibliothek und Veranstaltungsarbeit. Im Online-Katalog war ja zu der Zeit eigentlich schon gang und gäbe in Bibliotheken und das haben wir damals umsetzen können mit der Stadtverwaltung zusammen. Das war wirklich, das hat mich total beeindruckt, weil ich kam mit der Idee und dann hieß es, ja, ich soll mal sagen, wie viel das kostet und dann konnte man es eigentlich auch umsetzen. Das fand ich toll. Ja. Und ich habe damals auch angefangen, wieder ein bisschen mehr mit den Kindergärten zu arbeiten. Und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist mir sehr, sehr wichtig, weil die ja unsere Zukunft sind und die sollen ja auch einen Ort haben, die Bibliothek weiterhin als
wichtigen Ort ansehen. Die sind ja auch unsere Kunden von morgen. Wir haben sehr viel an dem Thema Leseförderung gearbeitet. Wir haben über Jahre hinweg die Zusammenarbeit mit den Schulen aufgebaut und ausgebaut. Als ich hier weggegangen bin, gab es für Klassenstufen von der Vorschule bis in die Abschlussklassen für fast jede Stufe ein eigenes Schulprogramm, mit dem wir versucht haben, die Kinder einfach ans Haus zu binden. Die bislang vorletzte Büchereileiterin ist dann Frau Christina Walser, die von 2007 bis 2018 die Geschicke des Hauses leitet. Tatsächlich haben wir viel am Raum gearbeitet. Wir haben die Theke versetzt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Die war früher direkt vor der Treppe. Als man die Treppe raufgekommen ist, stand man direkt vor der Theke. Das war tatsächlich so rückblickend eine der schwierigeren Sachen, weil wir da sehr viel Widerstand hatten. Und es war halt klar, es ist was Unverrückbares. Wenn wir das jetzt machen und es geht schief, ist blöd. Und irgendwie war das, als ob der Raum plötzlich ein paar Quadratmeter dazu gewonnen hätte. Ich glaube, das Wichtigste, was sich in meiner Zeit verändert hat, war, dass wir die Ausbildung zum Fahrminer Vaterstätten geholt haben. So bitte was? Zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, FAMI. Ach so, FAMI, klar. Ja, das war einfach eine damals total neue Idee. Es war auch noch überhaupt ein sehr junger Ausbildungsberuf. Ich war die erste Auszubildende, genau. Mein Name ist Stefanie Karas. Ich habe 2008 hier angefangen. Zu meiner Zeit kam dann auch Facebook mit dazu, dieses ganze Social Media. Und die Online wurde da auch dann gestartet, dass sich jeder die Sachen einfach runterladen kann. Ich war immer gern an der Ausleihe, um mit den Menschen in Kontakt zu sein. Von klein zu alt. Man hat die kleinen Kinder, die im Kinderwagen reingefahren sind, gesehen, wie sie plötzlich in die Grundschule kommen. Und ja, ist halt sehr abwechslungsreich. Es ist jeder Tag anders und es hat immer sehr viel Spaß gemacht hier im Team. Ich bin immer noch da, komme regelmäßig zum Ausleihen, weil wir hier auch so nicht nur Kollegen waren, sondern wirklich auch sehr gute Freunde geworden sind im Laufe der Zeit. Und dann bin ich ja mit der Frau Walser auch gemeinsam tatsächlich gegangen nach 10 Jahren. Wir haben eigentlich immer Azubis hier gehabt in meiner Zeit. Viele davon sind geblieben, manche sind wieder zurückgekommen. Eine davon ist heute Bibliotheksleitung. Da bin ich schon irgendwie stolz drauf. Eigentlich bin ich immer gerne in die Arbeit gekommen, bis heute. Und ab keinen Tag fand ich ultra schlimm, da hätte ich missen wollen. Und das ist für mich meine Arbeit. Es hat hier natürlich viele Geschichten erlebt, hier hat sich viel entwickelt. Sieht natürlich hier ganz anders aus als vor 50 Jahren. Aber ich denke, viel machen die Personen aus. Also die Mitarbeiter, die sind das Wichtige, die machen die Bibliothek aus. Wir arbeiten gut zusammen, kriegen Probleme gut gelöst und agieren eigentlich so als Einheit. Also ich würde unsere Teamfähigkeit 10 von 10 Punkten. Wenn ich das irgendwo vermerken darf, ja. Ja, aber natürlich, wie konnten wir sie bis jetzt vergessen? Mit ihnen steht und fällt doch der Laden hier. Sie sind das Herz und das Hirn der Bücherei. Und auch die Hände, weil irgendwer muss das ganze Zeug ja auch schleppen. Und irgendwie auch die Füße, weil ständig da die Treppe rauf und runter. Also kurz, Sie sind die Bücherei. Höchste Zeit also, auch Sie einmal näher kennenzulernen. Die charmanten und durchweg attraktiven Damen der Gemeindebücherei Vaterstätten, die da wären. Frau Monika Peters, Frau Jennifer Czani, Frau Catherine Anderle und Frau Bettina Scharnagel. Zum erweiterten Team zählen dann noch Frau Sabine Siemering und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Frau Heidi Rotkranz. Na, meine Damen, Lust auf ein kleines Speed-Dating? Muss ich mal jetzt in die Kamera schauen? Oder? Nee, nein. Du solltest ihn anschauen. Ich habe in die Kamera geschaut.
gespannt, was er macht. Ja, ich auch. Wie sehen wir aus? So. Ich bin in der Bücherei seit 2014. April 2020. Seit 9 Jahren. Ja, es müssen jetzt so 15 Jahre sein. Seit 2006. Seit 1. Oktober 1998. Da war ich noch im Universum. Es gab mich noch nicht. In Abrahams Wurstkessel. 72. Ah, da war ich in Hannover am Aschsee. Am Dienstag. Dann war ich in die Schule. Die Enten gefüttert. Ich war in meinem früheren Leben bestimmt eine Katze. Meine Kinder großgezogen. Keine Ahnung. In der Schweiz. Was habe ich denn gemacht? Oh, das habe ich keine Ahnung. Aber von Anfang an bin ich dann schon auf der Welt gewesen. Und mein Brütsch ist dann sicher irgendetwas mit der Olympiade zu München. Das hat er dann gehabt, oder? Das war dann noch gerade, wo die Olympiade war. Aber ich selber bin dann einfach in die Schule gegangen in die Schweiz. Ich glaube, mein absolutes Lieblingsbuch ist Herr der Ringe. Ich lese am liebsten Sachbücher. Das 10 Wochen Welpenerziehungsprogramm. Bin ich doch bei Shakespeare gelandet. Stolz und Vorurteil. Complete works of Shakespeare. Harry Potter. Spaghetti Bolognese. Spaghetti Pomodoro. Sushi. Rabadacci. So viele Rabadacci wie möglich. Cappuccino in der Früh. Kaffee. Und ansonsten Wasser. Wasser. Multivitaminsaft. Cola Zero. Ich wollte nicht Bier antworten, aber eigentlich ist es Bier. Sehr gut. Politisch korrekt. Frau Czarny, der Abend ist gerettet. Bayern kann man es vielleicht schon sagen. Aber als Frau ist nicht ein bisschen. Prollig? Prollig? Bier. Dann darfst du es jetzt nicht sagen. Ja, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Wenn ich Ihnen das sagen müsste, müsste ich Sie umbringen. Das klingt gut. Was niemand von mir weiß, dass ich in der Schule 3 Jahre lang Japanisch gelernt habe. Wow. Sehen Sie? Was niemand von mir weiß, ist, ich bin eigentlich ganz nett. Lesen. Ich fahre gerne in die Stadt und in Ausstellungen. Malen, schreiben, im Garten liegen, Wolken beobachten. Aufs Volksfest gehen. Vollgas jetzt. Jetzt ist die Ehrlichkeit aufgebaut. Bier trinken, auf Volksfest gehen, das ist fantastisch. Ich bin total langweilig. Also, du kannst ja gar nichts sagen. Ich glaube, nicht vieles Schöne, aber wenn du schön sagst, kommt mir gerade eine Begegnung in den Sinn, wo ungefähr ein vielleicht 5-jähriger Junge an die Theke kam, da hat es noch keine Glasscheibe gehabt und sich so auf die Theke gelehnt hat und mich so angeguckt hat und sagt, hallo, was möchtest denn du? Und dann sagt er, du bist so schön. Die fehlende Wertschätzung. Mich nervt an der Bücherei manchmal, dass es im Sommer einfach zu heiß ist. Oder meintest du das Gebäude? Weil heiß habe ich im Sommer auch. Ja, das fehlt die Klimaanlage. Es ist ein Problem. Das. Wir warten auf den Neubau. Genau. Das Einzige, was mich nervt, ist das ständig ausfallende Internet, weil man damit dann nicht arbeiten kann. Aber ich habe meine erste Tasse Kaffee noch nicht fertig und deswegen kann ich da noch nicht so drüber reden. Oh Gott, das klingt ja dramatisch. Dann gehen wir doch auch mal dahin, wo es richtig wehtut und wagen einen mutigen und exklusiven Blick hinter die Kulissen eines ganz normalen Tages in der Gemeindebücherei Vaterstetten. Internet ist tot! Oida! Neben einem kapriziösen Internetanschluss bringen im Sommer Temperaturen von bis zu 34 Grad am Arbeitsplatz das Blut der Damen ordentlich in Wallung. Aber es wären nicht die Damen der Gemeindebücherei, wenn sie sich in ihrer Not nicht versuchen würden zu behelfen. Natürlich von der Kundschaft unbemerkt.
Und selbst dem maroden Internet trotzen sie mit genauso erprobten wie ungewöhnlichen Methoden. Und so lassen diese stillen Heldinnen trotz aller Widrigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes die Fahne niemals sinken und werden nicht müde, diesen Ort zu einem Ort zu machen, der mithilfe ihrer Sorgfalt und Fürsorge die Gemeinde jeden Tag aufs Neue mit Wissen versorgt, immer alle mit offenen Armen empfängt und der für jedes Anliegen ein offenes Ohr hat. Entschuldigung, Frau Peters, bekommt man bei Ihnen so einen Büchereiführerschein? Ja, aber das ist nur für Vorschulkinder. Ach so. Möchten Sie denn einen machen? Na ja, wenn das geht. Na, dann machen wir mal eine Ausnahme. Sag mal, hast du mich nicht vorhin nach meinem Büchereiführerschein gefragt? Weil ich könnte dir auch zeigen, wenn du willst. Ist kein Problem. Ich meine, das geht ja auch nicht, also Bücherei ohne Büchereiführerschein, oder? Da könnte ja jeder einfach hier rein und raus. Nee, das muss schon... Also wie gesagt, es ist wirklich kein Problem. Also wenn du den sehen willst, meinen Büchereiführerschein, als Eingriff. Ja? Eingriff und zack, bitteschön. Na siehste. Also wenn der das schafft, dann schafft ihr das auch. Fehlen noch die ganzen ehemaligen Mitarbeiterinnen, die ehrenamtlichen Vorlesepaten, die Mitglieder des Fördervereins. Ich habe also ganz viele schöne Erinnerungen an die Büchereizeit. Und nicht zu vergessen die zahllosen Leserinnen und Leser, darunter auch die, die tatsächlich vom ersten Tag an dabei waren. Früher war hier die Zeitungsleseecke und die Zeitschriften. Und wenn ich mich mal zurückziehen konnte von der Familie, habe ich hier den Ort gefunden, wo ich die Zeitschriften, die Zeit oder irgendwelche anderen Spiegel alle wenigstens im Ansatz durchlesen konnte und nicht gestört wurde. Das war Refugium, ne? Ich habe schon, wie mein Vater Bilderbücher vorgelesen hat, habe ich dann die Bilderbücher genommen und anderen Kindern vorgelesen, aber verkehrt rum, weil ich saß ja meinem Vater gegenüber und habe sie verkehrt rum vorgelesen. Also das war immer schon mein Thema. Ich bin eine ausgesprochene Vielleserin. Also auch die Bandbreite, was eben auch mit Kombination mit Fußball und Grillen und sowas zu veranstalten. Und ich habe den Helmut Schleich mal hier auf einer Veranstaltung gesehen, den Kabarettisten. Also das finde ich schon toll, dass sich das in den Jahren eigentlich ausgeweitet, komplettes Spektrum von der reinen Leihbücherei praktisch ja, zur Kulturbücherei oder genau in der Richtung. Es ist ein besonderer Ort, weil sie eine gewachsene Bücherei ist, die seit Jahrzehnten versucht, den Bedarf vor Ort zu ergründen. Was mir als Pädagogin und als ehemalige Schulleiterin der Schule nebenan besonders gefällt, ist natürlich die ganzen Aktionen, die für die Kinder stattfinden. Ein Ort der Bildung, der Bildungsförderung und ein Ort, auch ein demokratischer Ort, würde ich sagen, weil man zusammenkommt, weil das gelebte Demokratie für mich auch ist. Ich finde, in jeder gut aufgestellten Gemeinde sollte es eine gut aufgestellte Bücherei geben. Die nimmt der Politik einiges ab und den Schulen an Bildungsaufgaben und
eben fördert das Miteinander. Den Umgang miteinander, den Aufenthalt in einem Raum, den es so ja kein zweites Mal gibt. Ja, weil es eben auch ein Treffpunkt ist für alle. Ich denke, dass die Leute auch hier zum Ratschen herkommen. Das habe ich ja auch beobachtet, dass Nachbarinnen ihre Nachbarinnen mitgebracht haben und deren Kinder und solche Sachen. Als Treffpunkt ist das schon gut geeignet. Hier im Ort ist es natürlich ein ganz Stückchen persönlicher als da, wo ich herkomme, aus der Großstadt. Und das ist natürlich dann wirklich auch reizvoll. Man trifft immer irgendjemanden und man geht nicht nur des Buches oder des Spiels wegen dahin. Und eben dieses Netzwerken, nenne ich es jetzt mal, dass man sich kennenlernt, dass man sieht, ah ja, da könnte ich mir Hilfe holen. Das ist sicher auch ein Punkt. Weil Wissen ja nicht nur aus Büchern erlernt werden kann, sondern auch aus Personen. Aber das, wie gesagt, die Kultur ist ja nicht nur in Vaterstetten, sondern weltweit immer so an zweiter, dritter, fünfter Stelle. Und dabei ist es ein bisschen Atem, was das Leben einfach braucht. 50 Jahre Gemeindebücherei Vaterstetten. 50 Jahre Herzblut, Schweiß und auch ein paar Tränen. Bleibt nur noch die Frage, wo geht die Reise hin? Wo steht die Gemeindebücherei in 50 Jahren? Wir haben nachgefragt. Und zwar beim Chef persönlich, dem Oberbürgermeister. Erster Bürgermeister. Herrn Leonhard Spitzhuber. Spitzauer. Genau. Die Bücherei in 50 Jahren ist auf jeden Fall mal in einem neuen Gebäude. Wie sich der Medienkonsum in 50 Jahren ändert, kann ich nicht voraussehen, aber ich weiß, dass unsere Bücherei diesen Prozess mitgestaltet. Moment mal, ein neues Gebäude? Ja, wir hätten gerne mehr Platz für mehr Aufenthalt. Ja. Was ja schon seit sehr vielen Jahren im Gespräch ist und das hätten Sie sich echt verdient. Ich habe jetzt nichts gegen diesen Standort an sich. Aber dieses Haus ist an allen Ecken und Kanten geflickt. Es ist einfach zu viel Nutzungsdruck auf diesem Haus. Und das funktioniert nur, weil das Team so großartig arbeitet. Und auch einfach zu klein. Vaterstetten wächst in so einem rasanten Tempo, die ganzen Neubaugebiete, natürlich mit jungen Familien. Man ist dann doch an viele Sachen hier gebunden, wie man aufstellt. Also man muss sich eher nach dem Gebäude richten, als das Gebäude nach den Medien. Deswegen wäre einfach mehr Platz sehr wichtig. Ich wünsche der Gemeindebücherei Vaterstetten zum Jubiläum ein neues Gebäude. Es fällt hier ziemlich viel um, auch bei so Vorlesungen, habe ich gemerkt. Ja, aber wenn es wirklich dazu käme, was wird denn dann aus all den Geschichten, den ganzen Erinnerungen, die hier versammelt sind? Würde man das nicht auch vermissen? Klar, aber neue Wege müssen gegangen werden. Wohin der Weg die Gemeindebücherei Vaterstetten auch führen mag, es begleiten Sie nur die besten Wünsche. Verbunden mit der ehrlichen Dankbarkeit für diese wunderbaren ersten 50 Jahre. Frau Peters, bekommt man bei Ihnen? Entschuldigung.